Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Und wir haben in der letzten Folge nochmal eine Nebenquest gemacht. Uns fehlt nicht mehr allzu viel, damit wir wieder ein neues Level haben. Von daher würde ich sagen, probieren wir direkt das nächste Quest-Objekt zu absolvieren. Wird natürlich jetzt immer schwieriger und happiger, aber ich glaube, es ist noch im machbaren Bereich und von daher würde ich sagen, mach mal halt einfach. Wir müssen dazu ja nicht immer unseren Hauptcharakter nehmen, das ist schon mal positiv, denn so ein Super Saiyajin Vegeta ist dann doch ein bisschen was anderes als unser guter Mann hier. Raditz, zu dir komme ich später, dazu muss ich leider noch ein bisschen stärker werden. Pieps, pieps, kannst piepsen, wie du willst. Das hier wird übrigens wieder dann erstmal die letzte Folge der Aufnahmesession sein. Von daher nicht böse sein, aber ich muss gucken, dass die Folgen nicht so lang werden wie im letzten Part. Denn wie gesagt, das Hochladen, das dauert ewig. Und das muss ja nicht sein. Wir machen jetzt erstmal die Nebenquests. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wie gesagt, wir müssen stärker werden. Greetings. Was sind die hier? Was ist das? Das ist das, was wir schon haben. Okay, Pflanzenmannrache. Gegner, Pflanzenmänner, Zeitlimit 15 Minuten, besiege alle Gegner. Okay, jetzt wird das wieder so ein Arena-Kampf, schätze ich mal, wo wir dann 1000 Pflanzenmänner platt machen müssen. Wir nehmen Vegeta. Oder warte mal, zurück. Ah nein! Oh, jetzt kommen wir wieder da hinten raus. Jetzt können wir das Ganze nochmal laufen, ey. Fick die Henne. Nee, wir kommen hier raus. Glück gehabt. Greetings. Oh. So, Pflanzenmannrache. Jetzt nochmal. Zack. Boah, da werden wieder 1000 Pflanzenmänner kommen. Von daher muss ich einfach Vegeta nehmen und dann schnitzeln wir die weg. Vegeta. Thanks for waiting. Annehmen. Here I go. Dreimal Vegeta nehmen. Here I go. So, dreimal Vegeta. Einfach losschnetzeln. Ich hoffe, die anderen beiden, die machen auch mal ein bisschen mehr mit. Dann habe ich nämlich das Leben einfacher. Es werden bestimmt 100 Pflanzenmänner wiederkommen und mir wird der Daumen bis nächste Woche Montag wehtun. Ich weiß es genau. Pflanzenmannrache! Besiege alle Gegner! Weiter! Mission Start! Okay, wieder diese unterschiedlich farbenen. Sollte aber schnell gehen mit dem. Einfach drauf. Lauf nicht weg, Junge. Bringt eh nichts. 15 Minuten haben wir Zeitlimit, von daher müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das ist natürlich scheiße, wenn wir dann hier weggeschleudert werden. Frag mich, wo die anderen beiden Vegetas sind. Schon so eher so ein bisschen durch die Gegend. Komm, du bist doch gleich down. Noch ein Schlag, Junge. Komm. Oh nee, zu dem Tor kommen, das dauert wieder ewig. Ja, komm weiter.
Die Zeit rennt. Hallo? Oh ja, ich hab's Tor gesehen, ist gut. Okay, das kann ich mittlerweile einigermaßen gut. Das System habe ich verstanden. Weiter geht's. Hoffentlich behalten wir unsere Energie. Das wäre schön. Und dann kann ich gleich nur fliegen. Toll, nicht getroffen. Wahnsinn. Und dafür das schöne Tippchen verbraucht. Mann, halt still, du gelbes Mistvieh. Warum machen die anderen Vegetas so wenig? Scheiße, die KI als Mitspieler ist echt nicht zu gebrauchen. So, Junge, den haben wir mal schön weggeschnetzelt mit einem Final Flash. An den kommen wir irgendwie gerade gar nicht ran. Der mag uns nicht, der läuft vor uns. Bis der sich neu ausrichtet, das ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn man hier auf Zeit arbeiten muss. Ich denke mal, wir kommen dann gleich auf eine neue Areal. Oh, jetzt schleuder mich doch nicht weg, Junge. Ja. Hallo? Geht's los? Giau. Schön. Komm, fang an. Schon ein bisschen stärker, ich verstehe. Werden bestimmt auch nicht die letzten sein bei 10 Minuten, die wir noch haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann schon war. So gut bin ich nicht. Einer weg. Nächsten anvisieren. Meteor-Quest. Bam, 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 bam. Weiter geht's. Bam, 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 bam. Nee, der hat uns jetzt gekriegt. Sauerei. Komm, du Lusche. Kannst doch nix. Bleib stehen. Nächster, komm. Danach kommt bestimmt noch eine Welle. Kann ja nicht alles gewesen sein. War ja dann eher lasch. Ciao. Ja,
haben am meisten Gesundheit verloren von allen Vegetas, aber ganz ehrlich, die anderen die machen ja auch wenig. Von daher. It seems my power wasn't needed. Tja, wo ist der nächste Feind? Schönes Bild hier gerade. Feind! Wo muss ich denn hin? Wird mir irgendwas angezeigt, dass ich nicht sehe? Da ist was. Toll! Sagt doch einem keiner, dass man in das nächste Ding gehen muss, oder? Ich hoffe, es war richtig, dass wir hier reingehen mussten. Normal kriegst du doch sowas angezeigt. Gegner? Keine Gegner. Seltsam. Wo war das denn jetzt? Hallo, das Spiel könnte einem ein bisschen Hinweise geben, wo es hin muss. Huch. Ah, da hinten war da ein Gegner. Oder? Mann, war das ein Krampf. Auf einmal war er einfach da. Die anderen finden den natürlich und ich nicht. Hallo, wo bin ich? Wo ist er? Manchmal ist die Karte ein bisschen hakelig und dann kommt der Zeitpunkt, wo man keinen Zugriff auf den Kampf hat, alles an einem vorbeiläuft. So, war's das jetzt? Jetzt in das nächste rein. Aha, jetzt wird's angezeigt. Seltsam. Alles seltsam, ey. Die Folge zieht sich auch ins Endlose und ich glaube, wir haben die Zeit jetzt verkackt. Weil wir sind 2 Minuten irgendwo rumgeflogen, wo es nicht hinging. So, wo waren das Ding da? Ab zum Kapsellandeplatz. Dadurch komme ich mittlerweile ganz easy. Ich weiß noch, als ich das Spiel gerade so das erste Mal gespielt habe ohne euch, dann kam ich da ewig nicht mehr. So, hier sind viele Gegner. Dann sehen wir mal einen an. Ob wir das noch schaffen in 5 Minuten? Ich glaube, das hier waren immer noch nicht die letzten Mann. Bam. Schöner Meteoriteneinschlag hier. Und warum greifen nicht 2 an? Da muss ja irgendeiner von den anderen Vegetas keinen haben. Einer weniger. Ein gut kleiner Mann. So, komm her, Junge. Eine Minute einen weggeschnetzelt, das ist ein bisschen wenig.
So. Guck mal, die beiden machen gar nichts gegen den. Lustig. Dann kümmern wir uns eben um den. Lauf doch nicht immer weg, Junge. Boah, wenn die nicht immer weglaufen würden, das ist so ekelhaft. Dann sind meine Mitspieler in Anführungszeichen eher doch Hindernisse, muss ich sagen. Oh, lauf doch nicht weg, Junge. Bleib mal stehen, du bist doch eh gleich tot. So. Neuer Feind, oh, super. Schafft man nicht mehr in 2 Minuten. Dit wird zu eng. 3 Stück in 2 Minuten. Wir werden scheitern. Schade. Schade, schade. Vor allen Dingen, wenn das weiter so ewig lädt. Folgenlänge ist schon krass. Ja. Komm halt doch einfach Stoß in deinen Untergang. Ewig gedauert, bis der hier den neuen angezeigt hat. Was hat dieser Vegeta da? Was ist mit dem? Was stimmt mit dem nicht? Der wurde irgendwie scheinbar... Vegeta ist nahezu am Ende. Das, also nicht für die Gesundheit, aber der sieht so aus. Komm, jetzt geh mal down, du Mistvieh. Ja, weiß ich selber, dass nicht mehr viel Zeit ist, Mann. What happened? Komm, Junge. Den einen Vegeta können wir vergessen, der kriegt schon da echt nichts mehr mit Backen. Ich hoffe, das hier ist auch der letzte Gegner von den Pflanzenmännern. Wir haben nur noch 30 Sekunden, fuck. Boah, jetzt lauf nicht weg, Junge. Drauf! So, hau doch drauf, Junge! Nein, das gibt's nicht, weil der nicht draufgehauen hat, der Depp! Oh, fick das Spiel, oh, fick dich! Oh, Mann, Alter! Immerhin das nächste Level geschafft, trotzdem eher peinlich. Ah, Mann, Mann, Mann. Egal. Gescheitert machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession von vorne. Was soll's, was soll's.
Dann kann ich sagen, ich booste nochmal offline die Attribute und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns wie gesagt im nächsten Part wieder, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann sagt mir Bescheid, dann spiele ich das Ganze offscreen für mich. Und ja, wir sehen uns dann. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Bis dann, ciao, ciao, euer Heath Faxi.